Ja, bei uns sollen alle Diversifikatoren auch mal Performance machen und das ist auch in dem Fall erfreulich für uns. Wir haben die Goldpositionen jetzt noch ein bisschen angehoben. Zinsprognosen gehen langsam runter von den erwarteten 6 bis 7 Zinssenkungen. Vor wenigen Wochen sind wir inzwischen bei 4 Zinssenkungen angekommen, was im Markt eingepreist ist. Die große Frage hier, ob sich die Zinseinschätzungen jetzt langsam annähern vom Markt und weiter sinken werden. Unter anderem darüber möchten wir mit Thomas Romig von Ascenergon sprechen. Hallo Thomas, viele Grüße nach München. Hallo Tim, viele Grüße nach Köln. Ja, die Zinsen bzw. die Erwartungen gehen langsam runter an die Notenbanken. Wie ist deine Einschätzung? Sind wir jetzt in einem realistischeren Bereich, was vielleicht 4 Zinssenkungen in diesem Jahr angeht? Ja, also die 4 Zinssenkungen inkludieren natürlich noch den Januar nächsten Jahres damit. Aus unserer Sicht hat sich jetzt auch der Markt mehr der Notenbankpolitik oder der möglichen Notenbankpolitik angenähert. Und man ist jetzt aus unserer Sicht in einem realistischeren Bereich. Für die Rahmendaten, die global und teilweise auch hier in Europa gelten, nämlich, dass die Wirtschaft läuft, das stimmt jetzt für Zentraleuropa jetzt nicht in der Breite, aber dass die Inflation sich eben noch schwer tut, weiter nach unten zu kommen und die Arbeitslosigkeit jetzt nicht angestiegen ist. Also es gibt immer noch Knappheitsgrade auf der Arbeitsseite und dass die Inflation sich so schnell beruhigen kann, das können wir im tagtäglichen Leben mitnehmen, ob jetzt die Lufthansa streikt, die Bahn oder sonstige Dienstleister, das wird uns oder bleibt uns wohl noch ein bisschen erhalten. Ja, erhalten in den vergangenen Wochen ist gefühlt jede Woche ein neues Rekordhoch beim DAX. Unter anderem, wie bist du bei deutschen Aktien positioniert? Ist das ein Markt, der durchaus jetzt positiv auch auf sich aufmerksam macht oder meidest du deutsche Aktien, vor allem eben große deutsche Aktien? Deutschland ist global eigentlich nicht wesentlich und wir sind ja globale Anleger, deswegen ist eher der Fokus auf Europa und auf gute Unternehmen, die dann in Europa und sich dann, also in Europa sitzen und sich global gut schlagen können. Interessant ist eigentlich, dass der DAX eigentlich ein ganz guter Vorlaufindikator für die, sag ich mal, eher zyklische Weltwirtschaftsentwicklung ist. Im DAX sind ja eher die großen Unternehmen vertreten, die sehr exportstarken Unternehmen letztendlich vertreten. Und da nehmen wir den Umstand, dass sich der DAX ganz gut schlägt, inklusive Dividenden, muss man auch immer wieder sagen. Und das bestätigt auch den ein oder anderen Indikator, den wir nutzen für die globale Entwicklung, die von den Frühindikatoren eher nach oben zeigt. Nach oben zeigt auch der Goldpreis, auch dort ein Rekordhoch, ein neues. Hast du auch eine Goldposition im Portfolio und würdest du eher sagen, dass diese Goldposition ja eigentlich vielleicht als Diversifikator gedacht ist, aber jetzt dann doch ja auch durchaus positiv als Performance-Boost oder Beitrag dann dient? Ja, bei uns sollen alle Diversifikatoren auch mal Performance machen und das ist auch in dem Fall erfreulich für uns. Wir haben die Goldpositionen jetzt noch ein bisschen angehoben. Das ist für uns ja ein Teil der globalen Vermögensanlage. Wir haben in unseren Strategien so um die 5-6% Gold mit drinnen. Interessant beim Goldpreis ist, wenn man das so ein bisschen längerfristig betrachtet, dass wir ja höhere Zinsen haben eigentlich als, oder nicht nur eigentlich, sondern seit vor 2-3 Jahren. Der Goldpreis aber ja auch im neuen High-Bereich ist. Das heißt, auch da wird vielleicht erstens ein bisschen Skepsis bezüglich einer starken Inflationsentwicklung auf 2% oder darunter gesehen. Und ich denke, das langfristige Thema, wird der Dollar weiterhin so dominant sein bei der Zahlungsabwicklung in der globalen Wirtschaft? Ich denke, diese zwei Trends könnten sich dort vielleicht widerspiegeln. Also insgesamt viele Rekorde von Woche zu Woche, aber so die große Euphorie auch in unseren Gesprächen ist jetzt nicht erkennbar. Ist das durchaus positiv und bietet das dann eben noch weiter Luft nach oben? Ja, wir sind grundsätzlich ja positiv, konstruktiv positioniert. Das hat sich auch dieses Jahr gut ausgezahlt.
Und natürlich gefällt uns, dass ja, es wenige Marktschreier gibt, die den DAX bei 20.000 sehen oder den S&P 500 bei 6.000 sehen. Wäre eigentlich eine relativ leichte Übung, das zu machen, gerade beim Index wie dem DAX, der Dividenden auch noch inkludiert. Also da sehe ich, dass viele Investoren doch noch nicht so bullisch positioniert sind. Wir sehen große Bestände im Bereich Festgeld, im Bereich Tagesgeld, im Bereich Geldmarktanlagen, auch in den USA. Also es ist wohl noch genügend Liquidität da, um in kurzfristige Geldanlagen letztendlich zu gehen. Und das bedeutet von der Liquiditätsseite eigentlich jetzt ein nicht so schlechtes Bild. Und wenn die Stimmung nicht euphorisch ist, ist das wunderbar. Da freuen wir uns. Sagt Thomas Romig von Asenagon. Vielen lieben Dank für deine Einblicke, Thomas. Ja, vielen Dank, Tim.